Не в том месте, что можно иметь. Der Morgen von Olga und Alexei Andrejtschuk beginnt früh um 5. Noch vor dem Frühstück versorgen sie ihre kleine Wirtschaft und den Ofen. Alles folgt einem festen Rhythmus. Und den bestimmen im Dorf die Tiere. Hundert Kilometer westlich von Kiew liegt Jalzoka an einem Fluss mit großen Weideflächen. Die 200 Einwohner leben zum größten Teil von dem, was ihre Höfe einbringen. Mehrmals in der Woche gibt es bei Andrejtschuks Borscht. Olga hat schon Kartoffeln mit eingeweichten Bohnen und Knochenfleisch aufgesetzt. Jetzt kommt der Kohl dazu. Die rote Beete wird mit Zwiebeln und Möhren extra angeschmort. Der Borscht, das ist unser ukrainisches Hauptgericht. Im Dorf kocht man alle Arten von Borscht, auch grünen mit Sauerampfer oder Gurken. Am liebsten aber den roten. Olga gibt vor dem Schmoren noch einen Schuss Essig an die rote Beete, dann bleibt die Farbe besser erhalten. Rot muss der Borscht sein, das ist der allerbeste, der rote. Wenn Alexei von den Weiden zurückkommt, gibt es Frühstück. Suppe oder wie heute Kascha, Kürbisbrei. Olga kocht in dieser Zeit immer auch schon das Mittagessen fertig, denn jetzt hat der Ofen die nötige Hitze. Sahne und Tomatenmark geben dem Borscht eine sämige Konsistenz. Dann kommt die angebratene rote Beete dazu. Olga kocht möglichst alle Gerichte im Pitsch, im Ofen. Da gart es langsamer und schmeckt auch besser. Der Ofen ist das Herzstück eines jeden Hauses. Er ist Kochstelle, Warmschlafstätte und Warmwasserbereiter in einem. Der Ofen ist unser bestes Stück, sagt man bei uns. Ohne Ofen geht es im Dorf überhaupt nicht. Früher, als es noch kein Gas gab, da hatte man nur den Ofen. Aber auch jetzt kochen wir hier für uns und für das Vieh. Und wir wärmen uns. Damit der Ofen schön weiß bleibt, muss er getüncht werden. Einmal in der Woche richtig und alle paar Tage ein bisschen da und dort. Wie alle im Dorf haben auch die Andrejtschuks hinter dem Haus ihr Feld. Hier bauen sie an, was sie zum Leben brauchen. Getreide, Kartoffeln, Futter, Rüben und Gemüse. Heute werden Kohl und Rüben geerntet. Die Nachbarin Baba Varka hilft dabei. Bei uns wächst alles gut. Wir haben rote Rüben, Möhren, auch Tomaten und Kartoffeln und Weizen. Land haben wir genug, aber es bräuchte Hände zum Arbeiten. Olga und Alexei sind 64 Jahre alt, Baba Varka schon über 80. Es gibt in Jalzoka kein Alter, in dem man die Hände ruhen lässt. Man muss doch arbeiten. Die Rente ist winzig. Wie viel ist das schon? Wenn man essen will, muss man arbeiten. Rentner bekommen monatlich etwa 25 Euro. Damit kann man auch in der Ukraine nicht überleben. In Jalzoka sind alle Selbstversorger, haben ein Feld und möglichst auch ein paar Tiere. Für den Winter wird das Gemüse eingelagert oder konserviert. Den Kohl will Olga am Wochenende einlegen. Aus der gemolkenen Milch macht Olga jeden Tag Quark oder auch Butter und Käse. Was sie nicht selbst braucht, gibt sie Verwandten oder verkauft es. Morgen will sie zum Markt. Den sauren Rahm, die Smetana, nimmt sie für das Mittagessen mit. Borscht isst man im Dorf mit Sahne und mit frischen Zwiebeln und Knoblauch.
Borscht und Brei, das ist es, was wir essen. Borscht gibt es fast jeden Tag. Roten Borscht oder grünen Borscht, Kohlsuppe oder Gurkensuppe. Und der Mann, wenn es keinen Borscht gibt, dann kommt er gar nicht erst. Er will Borscht. Für den Nachmittag hat sich Alexei mit Nachbar Sascha und dem Onkel Dit Ivan verabredet. Sie wollen Brennholz aus dem Wald holen. Bis vor 10 Jahren lebten in Jalzoka noch über 400 Menschen. Jetzt sind es nur noch halb so viele, die meisten davon Rentner. Die jungen Leute gehen in die Städte. Auch Olgas Töchter wohnen in Kiew. Hier wohnt niemand mehr. Hier auch nicht. Früher waren hier viele junge Leute. Da gab es Lieder. Es war fröhlicher. Abends hat man gesungen. Jetzt sind hier nur noch alte Leute. Die machen das nicht mehr. Zu Sowjetzeiten arbeiteten alle in der Kolchose, auch Olga und Alexei. Nun stehen die meisten Gebäude leer. Immerhin, den Dorfladen gibt es noch. Früher, sagen die Frauen, da hatten sie Geld, aber es gab nichts zu kaufen. Also brachten sie das Geld zur Bank. Heute kann man alles kaufen, aber niemand hat Geld. Und mit den Bankenpleiten verschwanden auch die Ersparnisse. Das können wir mitnehmen. Aber Bäume absägen geht nicht. Wenn da ein Baum stumpf ist, gibt es eine Strafe. Eine große Strafe. Diese Bäume hier sind beim letzten Sturm umgeknickt. Das Clubhaus war früher Olgas Bereich. Bis zu ihrer Pensionierung war sie die Dorfbibliothekarin. Jetzt kommt sie ab und zu vorbei und holt sich neuen Lesestoff. Hier steht auch die Dorfchronik von Jalzoka. Die hat Olga geschrieben und sich dafür von den alten Leuten die Geschichten erzählen lassen. Im Zweiten Weltkrieg wurde das ganze Dorf beim Rückzug der deutschen Truppen zerstört. Alle Häuser brannten ab. Vorher, während der Besatzung, wurden viele junge Männer und Frauen als Zwangsarbeiter nach Deutschland verschleppt. Olga hatte Glück. Sie war damals noch ein Kind. Olga hat ihrer kranken Tante Milch mitgebracht. Wie schon so oft wartet sie auf der Bank vor dem Haus. Auch die Nachbarin Nadja Petrova war Zwangsarbeiterin, sowie mehr als 20 weitere Frauen aus dem Dorf. Vielleicht 25. Mich wollten sie auch mitnehmen, aber ich bin entwischt. Ausgerissen. Ausgerissen? Dreimal wollten sie mich holen, aber jedes Mal habe ich mich versteckt. Die Männer machen Schluss für heute. Sie werden noch ein paar Mal kommen müssen, sonst reicht das Brennholz nicht für den Winter. Der Quark hat lange genug ausgehangen. Jetzt wird er noch gepresst. Olga braucht ihn gleich zum Kochen. Sie will für Alexei und seine Helfer Wareniki zubereiten, ukrainische Maultaschen. Die Molke kommt in den Teig. Manchmal nimmt man auch Wasser, aber mit Molke gelingen sie besser. Den gepressten Quark vermischt Olga mit Ei und Zucker, die süße Füllung für die Wareniki. Sie bereitet auch noch salzige zu, mit geschmortem Kohl und Kartoffelbrei.
Ich mag alle Wareniki. Aber mit Blaubeeren, ach, wenn ihr wüsstet, wie gut sie mit Blaubeeren schmecken. Auch mit Kohl sind sie sehr gut. Das ist meine Lieblingsarbeit, Wareniki zu kneten. Varenitschki, Varenitschki. Alle loben sie, aber nicht alle kochen sie. Die Vareniki sind fertig. Sie dürfen nur kurz kochen. Die Süßen gibt es mit Sahne. Für die salzigen röstet Olga noch Zwiebeln. Zu einem Essen nach getaner Arbeit gehören ein paar Gläser Wodka. Wie alles im Dorf ist natürlich auch der Schnaps selbst gemacht. Nachbar Nikolai hat gerade neun angesetzt. Jetzt muss er gebrannt werden. Wasser, Zucker und Hefe haben 10 Tage gegoren. Die selbstgebaute Anlage wird den Ansatz in Wodka verwandeln. Der Selbstgebrannte ist besser, weil er so rein ist. Egal wie viel du trinkst, morgens hast du keine Kopfschmerzen. Am Nachmittag widmet sich Alexei seiner größten Leidenschaft, dem Angeln. Im Moment hat er wenig Erfolg, aber Nikolai hat versprochen, ihm eine gute Stelle zu zeigen. Nach einer Stunde fließt der erste Wodka. Jetzt zeigt sich die Qualität. Der hat etwa 86%. Natürlich kann der Schnaps auch zum Problem werden. Mit Schnaps ist es schlecht, aber ohne Schnaps ist es auch schlecht. Alexei hat auch heute kein Glück. Nur ein einziger kleiner Fisch beißt an. Pünktlich mit der sinkenden Sonne machen sich die Gänse auf den Weg von den Weiden nach Hause. Die Kühe sind nicht ganz so intelligent. Deshalb wechseln sich die Dorfbewohner beim Hirtendienst ab. Diese Zeit nutzen die Frauen zu ihrem täglichen Austausch. Babske-Radio, sagen die Männer dazu. Weiberradio. Von der Straße aus findet die Kuh Magda wie immer selbst den Weg zum Stall. Sie will gemolken werden. Außer der Kuh haben die Andrejtschuks noch ein Schwein, 7 Gänse und 8 Hühner. Pünktlich um 8 flimmern dann die Nachrichten aus aller Welt in Jalzokas Wohnstuben.
Olga wendet sich lieber dem Herrgott zu, bevor sie auf ihr warmes Ofenbett klettert. Am nächsten Morgen um 7 wartet Olga auf den Bus zum Markt. Wie viele andere Frauen aus dem Dorf verdient sich Olga ein paar Grivna, indem sie Quark, Sahne und andere Milchprodukte auf dem Markt der nächsten Kleinstadt verkauft. Wir verkaufen viel zu billig. Seht doch mal, wie viele Milchprodukte es hier gibt. Aber kaum Käufer. Eine Flasche Wasser ist teurer als eine Flasche Milch. Aber man muss doch die Kuh zur Weide bringen, man muss sie melken und füttern und dann die Milch hierher bringen. Auch andere Bäuerinnen verkaufen hier billig, was sie gesammelt oder angebaut haben. Manche fahren 100 Kilometer bis Kiew, da sind die Preise ein paar Kopeken besser. Von den erwirtschafteten Grivna kauft Olga ein, was sie nicht selbst herstellt. Brot, Öl und was sie sonst noch braucht. Alexei hat sich an das Kleinholz gemacht, als Olga nach Hause kommt. Sie hat sich beeilt, denn für heute Abend haben sich die Töchter angemeldet und vorher will sie noch Butter machen. Am Wochenende ist Jalzoka beinahe ein normales Dorf. Mit all den Kindern, die zu Besuch kommen, kehrt plötzlich Leben ein. Olgas 15-jährige Enkelin heißt auch Olga, die Töchter Lina und Ludmila. Am Abend soll es Krolupsi geben, Kohlrouladen. Olga hat noch mehr Gäste eingeladen und da will sie etwas Besonderes auftischen. Für die Füllung wird Hackfleisch mit rohen Zwiebeln und Reis vermischt. Die Kinder werden gleich eingespannt. Zu der Mischung kommen noch angeschmorte Möhren und Gewürze. Olga hat noch mehr Arbeit zu verteilen. Sie will Tomaten einlegen mit verschiedenen Kräutern und Blättern von Johannisstrauch und Kirsch- und Nussbaum. Lina und ihre Tochter falten die Rouladen nach Olgas Technik. Die Kohlblätter müssen weich genug sein, damit sie nicht brechen. Lorbeer und Möhren geben Würze. Die Rouladen werden dann in einer Soße aus Sahne, Tomatenmark und Wasser gedämpft. Im Schuppen sammelt Olga die Vorräte für den Winter. Was man nicht lagern kann, wird eingekocht und eingelegt. Die letzten Tomaten müssen dringend in die Gläser. Den Eltern wird die Arbeit von Jahr zu Jahr schwerer. Lina und Ludmila helfen, wo sie können.
Um den Kohl will sich Olga lieber selbst kümmern. An jedem Wochenende kommt wenigstens eine der Töchter vorbei. Und in der Haupterntezeit im Sommer bleiben die Töchter auch länger da. Es gibt praktisch keine Hilfe vom Staat. Jeder sorgt für sich selbst. Zum Beispiel im Gesundheitswesen. Bei uns ist Medizin nicht kostenfrei. Offiziell schon, aber in Wirklichkeit nicht. Und so überlebt jeder, wie er kann. Es gibt zwar Seniorenheime, aber da gehen nur Leute hin, die gar keine Verwandten haben. Wenn es Kinder gibt, dann versuchen sie, so gut es geht, die Eltern zu unterstützen. Auch Baba Varkas Tochter und Enkel arbeiten in der Stadt. Sie hofft, von Lina ein paar Neuigkeiten zu erfahren. Die alten Leute freuen sich, wenn wieder Leben im Dorf ist und Kinder und Enkel da sind. Aber sie würden nie zu ihnen in die Stadt ziehen. In der Stadt, da wirst du eingeschlossen und sollst den ganzen Tag drin sitzen. Wir müssen uns regen. Da kann man nur im Zimmer rumgehen, das ist alles. Und hier zu Hause ist immer was zu tun. Man sitzt da rum, hat gekocht und sitzt wieder rum. Hat gegessen und sitzt schon wieder. Was bleibt einem anderes? Hier gehen wir auf die Straße und hören Weiberradio. Sonntags gibt es im Dorf ein besonderes Frühstück, Mlinzi, dicke Pfannkuchen. Olga hat einen Teig aus Mehl, Molke und Salz bereitet, mit Soda, damit er gut aufgeht. Die Andrejczuks essen die Mlinzi am liebsten mit Eiern und Speck oder mit saurer Sahne. Weil heute ein Feiertag ist, geht Olga im Nachbardorf Ukrainka zur Kirche. Schon als Kind kam sie immer hierher. Ihr Vater war Chorsänger. Zu Sowjetzeiten war der Kirchgang dann offiziell nicht erwünscht. Nur alte Leute kamen trotzdem. Olga betete zu Hause. Jetzt füllen sich die Kirchen langsam wieder. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині прісно і во веки віков. Амінь. Цього сахару собі буде, тоді значить, а я буду. А скільки ти сахару? Людмила nutzt die Gelegenheit und besucht eine alte Freundin, die noch im Dorf lebt. Оксана hat einen Hefeteig für Pirogi angesetzt. Die Kuchen will sie mit Äpfeln, Quark und Mohn füllen. Die mag Vika, ihre Tochter, am liebsten. Wenn Töchter und Enkelin am Sonntag abreisen, sind ihre Taschen voll. Alexei bringt sie zur Zugstation. Es ist wieder Alltag im Dorf. Aber beim Babske-Radio ist noch ein wenig Feststimmung. Es werden Pirogi verteilt und all die Geschichten vom Wochenende erzählt. Wenn jetzt nur noch die Postfrau die Rentenüberweisungen brächte, die seit Tagen fällig sind. Ось діди з бабою, бачите, яка гарна пара.